Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute ein kurzes Video zu der Frage, welche Temperatur braucht man eigentlich, um Pilze zu züchten? Diejenigen, die schon mehr Videos von mir gesehen haben, die werden die Antwort ahnen. Es kommt ganz drauf an. Und zwar einerseits kommt es natürlich darauf an, welchen Pilz ihr züchtet, aber es ist auch ganz wichtig, in welcher Phase sich der Pilz im Moment befindet. In der Besiedlungsphase braucht er meistens höhere Temperaturen und in der Fruchtungsphase meistens niedrigere. Ganz grob kann man sagen, dass zwischen 10 und 20 Grad Raumtemperatur für die Pilze optimal sind. Je niedriger die Temperaturen sind, umso langsamer wachsen die Pilze und umso gleichmäßiger und umso schöner wird die Ernte. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen weitergeholfen. Wenn es so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du dich generell fürs Pilzezüchten interessierst, schau auf meiner Webseite fungino.de vorbei oder abonniere meinen Kanal, am besten beides. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.